Herzlich willkommen zum Oster-Countdown. Heute sind es nur noch 24 Tage bis Ostern. Wir schauen heute auf Hanna. Hanna wird wohl oft gedacht haben, Gott, wo bist du? Sie war verheiratet mit Elkana und er hatte noch eine zweite Frau, Penina. Während Hanna unfruchtbar war, gebar Penina ihrem Mann mehrere Töchter und Söhne. Das war in der damaligen Gesellschaft für eine Frau eine totale Katastrophe, weil ihr Wert sich daran bemessen hat, wie viel Nachkommen sie ihrem Mann schenkt. Sie wurde verspottet, sie war nicht besonders geachtet und bekam Depressionen. Sie litt unter ihrer Kinderlosigkeit und obendrauf kam, dass die Mitfrau, die Penina, sich über sie erhob, auf sie herabschaute, sie ärgerte, stichelte, klein machte. Und obwohl Elkana sie sehr liebt und sie versucht zu trösten, kann Hanna kaum noch etwas essen. Wie oft weint sie, Gott, wo bist du? Und dahinter verbirgt sich der Ruf, zeig dich in meinem Leben. Elkana fragt sie sogar, warum weinst du? Warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Hannas Empfindungen sind ihm wichtig. Elkana erkennt auch den Zusammenhang zwischen Appetitlosigkeit und Traurigkeit. Das spricht für sein Einfühlungsvermögen. Dennoch, Elkana stellt Warum-Fragen, wo er die Antwort des Warum schon kennt. Warum fragt er dann Warum? Was hilft das? Letztlich hilft es nichts, sondern führt dazu, dass eine Person, die die Warum-Frage hören, beantworten soll, dass sie unter Rechtfertigungsdruck gerät. Zugespitzt, warum geht es dir denn so schlecht? Du hast doch mich, ich liebe dich doch und ich zeige dir doch meine Liebe für dich. Aber das nimmt ihren Schmerz nicht weg und das nimmt ihren Schmerz nicht ernst und führt sie ins Rechtfertigen hinein. Gerechtfertigt sind wir in Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir andere Menschen auch so behandeln, wie wir von Christus behandelt worden sind, nämlich gerecht gemacht, gerechtfertigt. Und da hilft es wenig, wenn wir diese Warum-Fragen stellen, wo wir meistens die Antworten schon kennen. Die Warum-Fragen, ja, sie haben ihren Platz in engen Beziehungen, so wie hier, wenn sie hilfreich dahingehend sind, dass ein Mensch erkennt, wo das Problem überhaupt ist. Aber Hanna wusste und kannte ihr Problem ja leidlich. Da ist also ihre Sorge. Und die Frage, wo bist du, Gott? Das ist der Punkt, in dem sich Hannas Leben mit unserem Leben verbinden kann. Hier ist die Bitte im Raum, zeig dich in meinem Leben. Zeig dich in meinem Leid, in meiner Kinderlosigkeit, in meinem Schmerz. Zeig dich, wenn es weh tut, der Verlust eines lieben Menschen, wenn die Krankheit eines lieben Menschen weh tut oder auch die eigene, wenn Lebensentwürfe gescheitert sind, wenn die Sorgen den Blick verstellen und wir rufen, oder vielleicht schon gar nicht mehr rufen, wo bist du? Dann ist sie für uns ein Vorbild zu sagen, ja, und ich rufe erst recht nach Gott und lasse mich davon nicht abbringen, von diesem Leid, sondern ich gehe zu Gott. Und Hanna macht das sehr intensiv. Sie geht in den Tempel zum Gebet und dort schreit sie es nicht raus. Der Schmerz hat sich so eingegraben, dass es ein stiller Schmerz geworden ist. Aber sie bewegt ihre Lippen still
Der Hohepriester Eli erkennt es und denkt, sie wäre besoffen, weil er es nicht einordnen kann. Sie hat gebetet, Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst und wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Und so nutze heute die 15 Minuten Zeit mit Jesus, um mit ihm zu besprechen und es dir zu verinnerlichen und vor Augen zu führen, dass Gott ein treuer Gott ist, dass er seine Treue in Jesus Christus gezeigt hat und dass er dich nicht allein lässt und auch deine Lieben nicht, selbst wenn alles danach aussieht, dass er deinen Ruf hört, deinen Schrei hört. Und dass er der Gott ist, der zu dir steht und bei dir bleibt. Und so lies in diesen 15 Minuten aus dem ersten Buch Samuel von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 11. Einen gesegneten Tag wünsche ich.